Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel bei Leverkusen gegen den 1. FC Köln. Endstand 1:4. Ich begrüße Thales Solbakken und Robin Dutt und bitte Sie, Herr Solbakken, um Ihren Kommentar zum Spiel. Ja, wir haben gegen eine Klassemannschaft gespielt heute und ich glaube, dass vor dem Spiel man kann Millionär sein mit 1:4 in die Lotto-Coupon. Aber ich glaube, dass wir sehr gut gespielt heute. Diese Woche nach dem traumatischen Spiel gegen Nürnberg war sehr schwer für uns. Ich glaube, dass gegen die Sieger, nach dem Sieger in Hamburg war der Optimismus sehr groß in der Verein. Und nach diesem Spiel gegen Nürnberg muss wir sehr viel am Platz arbeiten und auch mit dem Mentalen. Und ich freue mich für die Spieler, ich freue mich für die Fans, das hast diesen Sieger verdient. Ich hoffe, dass wir kann aufbauen in die nächste Zuhause-Spiel gegen Hoffenheim. Ich glaube, nicht so gut war Pedro Geromels Verletzung in den letzten 2-3 Minuten. Ich glaube, dass wir für die sechste Mal diesen Saison muss ein oder zwei Veränderungen in der Abwehr vor dem Spiel gegen Hoffenheim machen. Und das ist nicht gut. Aber ich kann sehen, dass Rune Bratzeth ist hier. So vielleicht er kann für uns spielen in die nächste Spiel. Ja. Dankeschön. Robin, dein Kommentar bitte. Ja, zunächst, Stale, Gratulation zum mehr als verdienten Sieg. Ich glaube, das war von uns eine heute indiskutable Leistung. Wir hatten eine extreme Konteranfälligkeit heute von Anfang an. Wir haben gegen zwei sehr eng stehende Viererketten gespielt. Dazu hätte es einer sehr guten Passposition bedurft. Die hatten wir nicht und Köln hat einen Konter nach dem anderen eiskalt gefahren und wir haben da nie Zugriff zu diesem Spiel gefunden. Und auch in dieser Höhe muss man einfach anerkennen, dass dieser Sieg absolut verdient ist. Für uns natürlich mehr als hart. Mich trifft die Niederlage, muss ich sagen, sehr. Das darfst du einfach im Lokalderby, wenn du Dinge ankündigst, darfst du einfach deinen Fans sowas nicht antun. Das geht einfach nicht und da werden wir sicherlich natürlich deutliche Worte intern finden müssen und zu allem Überfluss kriegt André Schürrle dann aus meiner Sicht eine unberechtigte rote Karte und ja, das rundet diesen Tag noch ab. Danke sehr. Dankeschön. Haben Sie Fragen? Bitte schön, Olaf Kupfer. Herr Dutt, wie schnell haben Sie heute gemerkt, dass die Mannschaft oder dass in der Mannschaft nicht wirklich viel geht und wie enttäuscht waren Sie, dass nach dem Anschlusstreffer, nach dem 1:3, das Aufbäumen nicht noch extremer ausfiel, also dass da nicht so viel kam? Ja, dass gar nichts geht, hatte ich nicht das Gefühl. Ich habe gemerkt, dass wir sehr schwer in dieses Spiel reingekommen sind, dass wir zwar versucht haben, den Ball zirkulieren zu lassen, aber mehr wie im Handball um die zwei Viererketten herum und haben wir ganz selten dann auch wirklich effektiv eine Chance rausgespielt. Ich denke, die beste hatten wir, als wir einmal in den Rücken der Abwehr gekommen sind und Eren Derdiok knapp vorbeigerutscht ist. Aber es war natürlich lang nicht dieses lockere Spiel, das wir an für sich gewohnt sind. Und mit dem 1:0, mit diesem Konter, hat man schon gespürt, das wird heute sicherlich sehr, sehr schwer werden. Und natürlich kurz nach der Halbzeit dann das Tor zu bekommen. Und die zweite Frage nach dem 3:1, ja, ich hätte mir ein paar lange Bälle dann mehr gewünscht, dass man die Spielkultur dann beiseite legt, die an diesem Tag nicht vorhanden war und etwas mehr mit der Brechstange spielt. Aber wir hatten heute, denke ich, insgesamt keine Mittel und vermutlich hätte auch dieses Mittel dann nachher nicht gezogen. Achim Schmidt. Herr Solbakken, sagen Sie mal ein bisschen was zu Ihrer Vierer-Abwehrkette. Heute wieder zwei neue Spieler in der Anfangsformation. Ja, das ist jeden Mal, es ist ein, zwei oder drei neue, so das ist normal für uns. Ich glaube, dass Sereno sehr gut gespielt gegen Schule. Er ist sehr schnell und ich glaube auch, dass die neue Spieler Jamal, das nur
3-4 Mal trainiert mit uns, war ganz gut. Er hat ein bisschen Schwierigkeiten in seines Positionsspiel, aber ich bin sehr zufrieden auch mit die alte McKenna. Er war sehr gut in der Box und ich glaube auf Pedro nach seinem Spiel gegen Nürnberg war ein großer Kapitän für Köln heute und mit diesen 8 arbeiten sehr hart und sehr gut organisiert hinter vor den Lukas und Nova und beide war für uns große Matchwinners heute. Arne Schmitz. Herr Solbakken, war denn Sireno als Rechtsverteidiger eine Option für heute, um einen schnellen Mann gegen Schürrle zu stellen? Oder ist das jetzt dauerhaft denkbar, dass der Sireno rechts spielt? Ja, wenn wir haben nur 3 Verteidiger für das nächste Spiel, ich glaube. So, da muss er in beide Positionen spielen vielleicht. Aber es war ein Danke, dass wir nicht wollen, dass wir wollen Schule gut kontrollieren in 1-zu-1-Situation. Er ist schnell, er ist gut, wenn er ich weiß nicht die deutsche Worte, he goes inside and curls it in the long corner. Das habe ich nicht heute getan und das freue mich, dass Sereno nach ein bisschen nicht so gut gespielt gegen Nürnberg war sehr gut für uns heute und er hat auf nur für 10 Tage mit uns trainiert, so, oder 14 Tage. So, das war gut für auf seine für das nächste Spiel. Ich glaube, dass man kann sehen, dass er in 2 unterschiedlichen Positionen spielen kann. Ich habe auch gesehen, dass er in die Primera League letztes Jahr hat am links Außenverteidigung gespielt. Andreas Schirmer. Welche Rolle spielt das Champions League-Spiel in Chelsea, nicht nur physisch, vielleicht mental auch? Nein, das hat aus meiner Sicht keine Rolle gespielt und darf auch keine Rolle spielen. Ich denke, das Letzte, was wir tun sollten, irgendwelche Alibis heute heranziehen. Eine englische Woche muss sowohl vom Kopf her als auch vom Körper her zu überstehen sein, zumal wir auch mit frischen Kräften gespielt haben und von daher darf das keine Rolle spielen. Finn vom Land. Herr Dutt, nachher ist man immer schlauer. Trotzdem die Frage, würden Sie nochmal so aufstellen und war die Art und Weise, wie Renato Augusto seine Position ausgefüllt hat, eigentlich immer nur zentral von Anfang an Ihre taktische Marschroute? Ja, das Erste ist natürlich, wenn ich weiß, dass das Spiel so läuft, dann hätte vermutlich die Aufstellung anders ausgesehen, ganz klar. Das ist natürlich das Schwere, dass man nicht immer vorher weiß, ob die Entscheidungen, die man trifft, ob das die richtigen sind. Und sicherlich gibt es heute keine Gegenargumente von mir, wenn man eine andere Aufstellung fordert. Und ob Renato Augusto die taktische Rolle so ausgefüllt hat, ja, am besten, ich glaube, sage ich nichts. Ne? Es gibt keine weiteren Fragen mehr, stelle ich fest. Dann bedanke ich mich bei Ihnen und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Danke und tschüss.